Hallöchen und willkommen zurück. Ja, leider Gottes habe ich den Typen mit seinen blöden Tränken immer noch nicht gefunden. Ich kann aber mal ganz kurz unten ins Laboratorium gucken. Aber irgendwie habe ich nicht wirklich viel Hoffnung. Geht's denn dahin? Sieht interessant aus, aber es dürfte wahrscheinlich der untere Bereich sein, den ich schon betreten habe. Tja, also wirklich keine Ahnung. Da ist noch eine Truhe, die ich nicht aufkriege. Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass er hier rumspringt, aber... Ach, was ist das denn hier? Ach nee, Quatsch, der Hebel ist ja für die Tür. Beziehungsweise, wofür ist denn der Hebel? Ach so, nee, stimmt. Hier war ja die komische Rune. Und dann musste ich ja hier hinrennen. Mann, wo ist denn der Typ? Gibt's da gar nicht. Der hat gesagt, jetzt wo das Laboratorium frei ist, kann er wieder runtergehen und wir sehen uns dort. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der hat gesagt, der geht woanders hin. Hm. Naja, muss ich irgendwie nochmal in Ruhe nachschauen, offscreen vielleicht mal. Denn das führt ja jetzt auch hier zu nichts, wenn ich jetzt Ewigkeiten hier rumrenne und ja, nichts passiert. Wäre jetzt auch nicht so wirklich geil. So, nochmal kurz einen Abstecher hier hin. Naja, gut. Einmal hier rüber noch und dann gehen wir wieder runter. Wer nicht will, der hat schon. So sieht es nämlich aus. So, jetzt haben wir irgendwie hier noch zwei Möglichkeiten. Also irgendwie hat einer was von einem grünen Viech gelabert. Das ist natürlich die Frage, wo hat denn der ein grünes Viech gesehen? Ist ein Bereich, den ich noch nicht erforscht habe, oder? Bin ich denn hier? Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Alles klar. Ich bin ganz am Anfang. Und wer bist du? Also außer ein grünes Viech. Hallo? Uiuiui, der macht... schon nicht so wenig Schaden. Na komm. Okay, so viel dazu. Es hat schon mal nicht funktioniert. Und Attacke. Ist ja widerlich. Hatte ich sich gerade den Kopf abgerissen oder zerrissen?
habe hier damals, glaube ich, auch gar nicht so richtig in die Ecken geguckt. Mal gleich mal nachholen. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube es nicht. Da muss ich mir, glaube ich, mal ein anderes Schild in die Hand legen. Ach Gott, wer seid ihr denn? Wiedersehen. Nein, Mann. Die falsche Taste. So, nee, hier will ich nicht lang. Ist ja der Anfang, aber... Hier scheint es auch nichts Neues zu geben. Manchmal ist es ja so, wenn man neue Gebiete, beziehungsweise in alte Gebiete nochmal neu reinkommt, ja, dass teilweise neue Gegner da sind. So, ich habe ja jetzt noch, irgendwo war da noch ein Weg. Bin mir nicht mehr sicher, wo der war. Hier ist noch so ein blöder Portalschein, das heißt, muss ja irgendwo noch ein Boss sein. Die Frage ist, wo? Hier geht's raus. Nee, raus will ich nicht. Ach, hier oben war da noch ein Weg. Den habe ich... Hab ich den schon gemacht? Hier? Nee, hier ist ja wieder der Anfangsbereich. Ja, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ja gut, dann muss ich wahrscheinlich direkt schon in die Dimension der Roga. Ne, da komme ich her. Na gut, dann gehen wir hier raus. Dann können wir hier gleich die Abkürzung nehmen zu der Dimension. Beziehungsweise eine Abkürzung ist es ja nicht. Aber der Weg ist zumindest einfacher, als jetzt irgendwie sich durch die ganze Zitadelle zu wursteln. Das Biest liegt immer noch da. Sehr schön. Ja, die dürften jetzt nicht mehr wirklich eine Gefahr darstellen. Na, hier unten zum Beispiel in dem Bereich bin ich auch noch nicht gekommen. Also, das wird ja auch als Geheimnis angezeigt, aber die Voraussetzung, da reinzukommen, ist ja irgendein Schlüssel, aber keine Ahnung, was es denn gibt. Vielleicht habe ich ja inzwischen schon wieder was gefunden. Ich kann es ja mal probieren. Kostet ja nichts.
So, Kontrollpunkt aktiviert. Das ist natürlich sehr schön. Nö, ist immer noch verschossen. Würde mich mal interessieren, kann ich denn eigentlich auch Schilde durchwechseln? Dann würde ich nämlich einfach mal hier... Haben wir da irgendwie Favoriten? Nee, Moment. Wie war denn das? Ah ja, okay. Gut, dann haben wir hier erstmal nicht so wirklich was in petto. Ich muss mal kurz gucken, der hat ja gerade umgeschaltet zwischen zwei verschiedenen Waffen. Ich weiß aber nicht mal, welche das waren. Ah, hier, Verblendung. Den brauchen wir natürlich nicht. Den können wir abwählen. So, und hier machen wir natürlich auch. Aktivieren wir natürlich auch. Na. Harmonie und schwerer Schild. Sehr schön. So, jetzt können wir irgendwie hier durchwechseln. Tja, wenn ich so wüsste, wie man Dingenskirchen ist durchwechselt. Ich muss es mal ganz kurz testen, irgendwie. Naja, so beim Schild scheint es nicht zu funktionieren. Keine Ahnung. Naja, egal. Ich kann ja einfach so lange, wie er die... Ach, Moment. Die Mann... Favoriten umschalten. Ach so. Sortierung umschalten ist... Mann, ich drücke immer ständig die falsche Taste. Ich hätte gerne mal die Favoriten alle ganz oben. Das wäre total toll. Na, wir nehmen erstmal den Faustschild in die Hand. Ich meine, die Typen sind jetzt zwar ein bisschen besser gepanzert, aber... Soll jetzt auch nicht das Problem sein. So, ich bin mal gespannt, ob dieser Portalstein hier unten jetzt aktiv ist, den wir beim letzten Mal noch nicht... benutzen konnten. Oh, kleine Arschmale. Was ist davon? Und der hier scheint ja tatsächlich aktiv zu sein. Sehr schön, gehen wir gleich rein. Dass wir überhaupt noch irgendwie ein bisschen Fortschritt hinkriegen heute. Ja. Hallöchen, Bob. No, nur nicht stehen bleiben. Okay, alles klar. Wieso so eine Seuche auf dem Boden? Ja, was ist denn jetzt hier mit dem komischen Licht?
Ach du Kacke, was ist das denn alles? Ach, okay, ich hab's verstanden. Das ist gar nicht das Zeug auf dem Boden, was uns Schaden macht, sondern... Wir sind außer Reichweite. Moment. Bevor wir jetzt hier irgendwie... Geisterrufsplitter. Oh, habe ich nur noch zwei Stück. Ist natürlich nicht so wirklich viel. Okay, auf das grüne Zeug sollte ich also auch nicht drauf treten. Oh, jetzt hat er mich aber ausgetrickst. Hier, der kleine Lichtpunkt. Oh Mann, was ist das denn? Soll ich jetzt gegen euch kämpfen oder was? Boah, Alter. Was ist denn hier passiert? Nee, ich will wieder raus. Dafür muss ich erstmal auf jeden Fall meine Punkte investieren. Also nicht, dass ich... Achso, die liegen jetzt da drin. Na gut, dann muss ich einmal hier herbeirufen. Ist ja ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut. So ist es halt. So, wir haben 45.000 Punkte. Da können wir natürlich ein bisschen was investieren. So, ich brauche erstmal einen Punkt in Glaube. Dann können wir nämlich den restlichen Kram hier skillen. So, 21 brauche ich da. Gut, mehr brauche ich dann allerdings auch nicht. Habe ich hier noch so einen Punkt eigentlich? Also hier so einen... vielleicht bin ich ein Attributspunkt und Magiepunkt. Also hier ein Zauberpunkt-Splitter. Gut. Brauche also erstmal keine Punkte mehr in Magie stecken. Zauberpunkte, dann habe ich jetzt alle. Uiuiui. Na gut, ich bin hier am Versagen gewesen in dem Portal dort hinten. Oh, jetzt ruckelt's aber. Ja, aber da werden wir nächste Episode weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Let's Play Lords of Fallen. Bis dann, einen schönen Tag und ciao, ciao.